Wer hat dieses Manuskript geschrieben? Wer will wirklich lieber Krieg als Frieden? Wer schreibt die Zeilen in das Drehbuch? Die Medien schweigen, das ist weh zu. Wer hat dieses Manuskript geschrieben? Wer will wirklich lieber Krieg als Frieden? Ich nehm's zu mir und reiß die Seiten raus. Weißes Papier und schreib was Neues drauf. Wer hat dieses Manuskript geschrieben? Erstmal, schönen guten Abend, 18.30 Uhr, Schnellplatz. Alte Welle, alle Stelle. Mit in den Landtag mal wieder zuschauen. Und hatte da den Aufreger meiner Woche ganz persönlich, das muss ich euch echt erzählen. Ich habe gejubelt, also unglaublich, es ist unfassbar. Es ging um das Thema Windräder. Absolut super geiles Thema. Wollte ich euch mal erzählen. Da gab es ein wörtliches Zitat, das möchte ich auch gerne wirklich so zitieren, warum man denn Windräder an der Nordsee, Ostsee oder wo auch immer hinstellt, ne? Weil das ging um das Thema Tourismus, also das eigentlich ist es ja so, man fährt ja in den Urlaub und möchte ja nicht eigentlich Windräder beobachten, wie sie da Vögel schreddern, sondern man möchte ja ins Meer fahren, um das Rauschen des Meeres, Fische, Sand, Strand, Steine, alles was man so mit Meer verbindet, sehen. Ja, das sehen andere anders, die Grünen zum Beispiel. Da geht es darum, dass die wirklich tatsächlich, die Marie Kollenroth gesagt hat, Windenergietouristen reisen an, um Windräder zu sehen, sie abzulichten und an Touren teilzunehmen. Das heißt, ihr fahrt nicht ans Meer wegen des Meeres, sondern ihr fahrt da ab jetzt bitte hin, um die Windräder zu sehen. Wegen nichts anderem fahrt ihr dahin, weil das total toll ist, wenn man die auch blau anstreicht, das reflektiert dann total toll im Meer. Also nicht wegen der Quallen und Fische und Sonne hinfahren, nein. Ihr fahrt bitte in Zukunft hin, um geschredderte Vögel, die ins Meer fallen, zu beobachten. Das ist total romantisch, wenn die Sonne dabei untergeht. Kann ich jedem empfehlen. War der Renner und Aufreger meiner Woche. Ich habe gejohlt wie ein Tier. Wirklich Wahnsinn. Aber das ist das, wenn wir es nicht verhindern, was in Zukunft passiert. Und da wissen wir alle, wo die Reise hingeht. Also verhindern. Ja. Ich will euch nur zwei Dinge erzählen. Wir haben ja unseren Wirtschaftsabwicklungsminister Habeck. Und ihr habt ja alle schon eine Wärmepumpe. Oder auch noch nicht. Das Problem ist, diese Wärmepumpen, die jetzt alle verbaut sind, müssen wahrscheinlich in 2 bis 5 Jahren wieder entfernt werden, weil das Kühlmittel gegen die EU-Vorschriften verstößt, weil es nämlich klimaschädlich ist. Also für alle, die sich freuen, die schon eine Wärmepumpe haben oder eine bestellt haben, ist das total toll. Dann gibt es, was ist, Politik hat auch immer ganz viel mit Zahlen zu tun. Der Bundesrechnungshof, der ist unabhängig, Rechnungsprüfer, und die haben sich mal mit der Bundesbank beschäftigt. Und es droht halt, und das ist auch völlig klar, weil ja die Zinsen steigen und die Bundesbank ganz viele Schrott- oder Firmenanleihen mit Nullzinsen gekauft hat, gewaltige Milliardenverluste, das wird dann so deklariert, die Bundesbank muss halt negative Gewinne ausweisen, also negative Gewinne sind Verluste, das war sehr, sehr schön, und dann mit Gewinnen der nächsten Jahre verrechnen. Eigentlich macht eine Bundesbank immer Gewinne, die Bundesbank wird keine Gewinne machen, sondern sie wird Verluste machen. Und die nächsten Jahre kein Geld an den Bundeshaushalt überweisen. Und dann steht noch weiter drin, andere Notenbanken sind viel mehr betroffen als die Bundesbank und weisen wahrscheinlich sogar ein negatives Eigenkapital aus. Es kann sein, dass in anderen Ländern eigentlich die Notenbanken pleite sind und Vater Staat, sprich auch wieder der Steuerzahler, Geld zuführen muss. Ja. Und dann natürlich zum Schluss ein wunderbares Wort. Heute ist zwar hier nicht die Sonne, aber in Sonnenberg scheint die Sonne. Die Aufregung war ja groß, weil sich dort das ganz große Linksbündnis, ja, also alle demokratischen Kräfte haben sich ja zusammengetan, um gegen den Herrn Sesselmann, der ja ein Jurist ist, der also eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, kein Studienabbrecher ist, dort das zu verhindern. Und das Erfreuliche, und das finde ich tatsächlich aus Demokratiesicht sehr erfreulich, ist, dass die Wahlbeteiligung nämlich um 10% höher war, nämlich bei fast 60%. Und das ist doch erfreulich, so dass Herrn Sesselmann sogar knapp 5000 Leute mehr gewählt haben als im Wahlgang Nummer 1. Das zeigt, die Demokratie lebt, und das ist doch schön. Deswegen ist es auch wichtig, zur Wahl zu gehen. Ich freue mich gleich auf einen schönen Spaziergang. Ich bin was auch der Orga sehr wichtig war, nochmal zu erwähnen, das möchte ich hier gerne nochmal, es ist dieser Montagsspaziergang keine AfD-Veranstaltung. Ich habe hier von
Ich habe mir sagen lassen, dass einige gesagt haben, sie würden das eventuell nicht so gut finden. Ich sage es hier nochmal, wir sind zwar 18.10 Uhr bei der Mahnwache. Jeder sieht uns und jeder weiß auch, wo ich hingehöre und wo Stefan hingehört. Das, was ich jetzt hier gerade mache, hier, jetzt, in diesem Augenblick, ist losgelöst von jeglicher Parteiarbeit. Wir sind eine Bürgerinitiative und ich stehe als Mensch genauso wie ihr hier auch und es ist losgekoppelt von jeglicher Parteigebundenheit. Bitte nicht vermischen, nicht verwechseln und schon gar nicht in irgendeiner Art und Weise werten. Ich bin ein Mensch wie ihr auch. Dankeschön. Jetzt kommt unsere Zeit, na 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 na, jetzt kommt unsere Zeit, na 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 na, jetzt kommt unsere Zeit, na 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 na, jetzt kommt unsere Zeit, na 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 na, jetzt kommt unsere Zeit. Menschen auf die Straße, die irgendwas daherpöbeln. Wir denken uns was dabei. Aber wenn die Medien von ARD und ZDF das gerne so hätten, dass wir so doofe Menschen sind, wirklich noch Reichsbürger oder Nazis oder was auch immer, schauen Sie einfach in unsere Menge. Wir sind Menschen wie du und ich und wir haben Forderungen. Wir gehen nicht nur für uns alleine auf die Straße. Meinen Sie, uns macht das Spaß, seit 3 Jahren auf der Straße für unsere Rechte zu kämpfen, wenn dessen andere vielleicht gerne mitgehen würden, aber Angst haben? Wir gehen nicht nur für uns auf die Straße, sondern wir gehen auch für euch, die Angst haben, vielleicht vom Arbeitgeber, die vor Freunden Angst haben, verstoßen zu werden oder vielleicht von der Familie auch verstoßen zu werden. Aber wir machen das auch für euch. Deswegen, wir gehen für unsere Kinder auf die Straße, für unsere Rentner auf die Straße, für unseren Mittelstand auf die Straße. Für unsere Handwerker auf die Straße. Für unsere Bäcker auf die Straße. Für die Pflege auf die Straße. Für die Ärzte auf die Straße. Für unsere Bauern auf die Straße. Für freien Journalismus auf die Straße. Für unsere Polizei auf die Straße. Für unsere Selbstbestimmung auf die Straße. Gegen Kriegstreiberei auf die Straße. Gegen Regierungspropaganda auf die Straße. Gegen Waffenlieferungen auf die Straße. Für bezahlbare Lebensmittel auf die Straße. Gegen die steigende Inflation auf die Straße. Für den Erhalt des Bargelds auf die Straße. Für Politikerhaftung auf die Straße. Und ganz, ganz wichtig, wir gehen für ein lebenswertes Leben auf die Straße. Auch für euch. Deswegen, montags um 18.30 Uhr treffen wir uns am Schillerplatz. Und wenn euch auch etwas bewegt, wir haben das offene Mikro. Jeder darf freisprechen. Ja, wir leben in einem freien Land. Jeder darf demonstrieren und jeder darf seine Meinung sagen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man das niemals vergisst. Kommt und schließt euch uns an. Und wir reden über ganz viele Sachen. Heizung, Inflation, Bargeld, alles das, was die nächsten Monate und Jahre drückt, auch nicht mehr aufhaltbar ist, wenn wir jetzt nichts verändern. Kommt montags 18.30 Uhr zum Schillerplatz. Vielen Dank. Liebe Gewinner, wir sind zurück. Da, wo wir gestartet sind, sind wir wieder zurück. Und ja, wir haben das offene Mikrofon. Wer noch was sagen möchte, darf das gerne tun. Wer möchte was sagen? Na dann, Moment, ich komme mal zu dir runter. Ja, ihr wisst, wenn diese Traumhaus war in MH, und heute war ich bei Dr. Krause und die haben den Vorschlag gemacht, ich soll impfen. Pocken und andere Impfung. Da hat Dr. Kreuz gesagt, sie würde sich vorstellen. Da habe ich gesagt, Michi, das mache ich nicht. Auf keinen Fall. Also für alle, die es jetzt nicht ganz verstanden haben, akustisch, also Cornelia war heute beim Arzt und da hat der Arzt als erstes vorgeschlagen, doch Cornelia impfen lassen zu wollen, gegen alles Mögliche. Und da war Cornelia so tapfer und hat gesagt, nö, brauche ich eigentlich nicht, bin ja ein gesunder Mensch. Richtig, habe ich das verstanden? Also, super.
Das wünsche ich mir von ganz vielen. Und ich denke, die Corona-Impfung sollte jetzt auch gar kein Thema mehr sein, weil wir haben es irgendwie alle überlebt, obwohl die alle hätten eigentlich schon tot sein müssen. Nur mal davon ab. Und schätzt euch glücklich, weil jeden Tag euren Geburtstag. Ja, also, so, da wollte ich auch noch nicht. Ich finde es ganz gut, wenn man nicht regelmäßig aufräumt. Ich habe nämlich eine Zeitschrift vom Kopfverlag von 2015 gefunden. Noch lauter? Okay, also diese Zeitschrift vom Kopfverlag von 2015, da ist ein Buch angeboten, die Frage, was will Putin? Darunter steht, deutsche Medien im Dienste der Propagandakrieger des Pentagons. Das heißt, es wurde damals schon ziemlich vorausgesagt, was passieren wird. Also nichts Neues, was aktuell los ist. Von 2015, also das muss man ja dazu sagen. Ne? So, ich übergebe mal weiter. Ja, wo wir gerade bei dem Thema Ukraine waren und Russland und Putin und so. Samstag. Ich denke, wir waren alle auf die ein oder andere Weise ziemlich fasziniert, ob positiv oder negativ von dem, was da den ganzen Tag über berichtet wurde aus Richtung Osten. Ich finde es frappierend, wenn ich mir so sowohl die Westquellen angesehen habe, als auch meine russlandnahen Quellen, in die ich immer einen Blick reinwerfe, was für Absurditäten da wieder auf westlicher Seite rumgegeistert sind. Erstmal diese Behauptung während des Tages und sogar jetzt noch teilweise, das beweist, dass Russland entscheidend geschwächt ist und Putin schon so gut wie gestürzt und so weiter und so weiter. Haben die sich mal angesehen, was da passiert ist? Wer hat sich mal irgendwelche Berichte, zumindest von außerhalb des Mainstreams, so dass sie wahr sein könnten, mal reingezogen über das, was da passiert ist? Zum Beispiel Rostow, wo die Wagners den ganzen Tag über die Stadt besetzt hatten. Habt ihr gesehen, was passiert ist zwischen den Bürgern, die auf die Wagners zugegangen sind und den Soldaten? So ziemlich alles, was die Bürger den Soldaten gesagt haben, war sinngemäß, was zum Geier tut ihr hier, geht gefälligst zurück an die Front, ihr habt noch zu tun. Sämtliche politischen, militärischen Entscheidungsträger haben sich innerhalb kürzester Zeit hinter Putin gestellt. Das ganze Volk hat fast ausnahmslos sich hinter Putin gestellt, oder wenn, dann zumindest ist es passiv geblieben. Die behaupten, Russland ist geschwächt? Russland, Zeichen von Schwäche. Was haben die geraucht? Wenn dieser Putsch gelungen wäre, dann wäre die Ukraine jetzt schon großer Krater und wer weiß was sonst noch. Was haben die geraucht? Wiederum. Und dann ist ja natürlich noch so diese Geschichte mit unseren Qualitätsmedien. Ne? Die es verfolgt haben den Tag über. Ich sag nur von einer der Quellen, soweit ich es mitgekriegt habe, so Mittag, früher Nachmittag, als das alles noch im Fluss war. Die Wagner-Freiheitskämpfer stehen so und so dicht vor Moskau. 21 Uhr noch was, als das Ganze gerade beendet wurde. Die Wagner-Terroristen kehren in ihre Lager zurück. Und die fragen sich immer noch, warum die dummen Bürger ihnen kein Wort mehr abnehmen. Ich habe da so meine Idee. Danke. Danke auf jeden Fall nochmal für den Einblick. So eine oder der ein oder andere bekommt es eben nicht so ganz mit, deswegen vielen Dank auf jeden Fall. Wenn jetzt keine weiteren Wortmeldungen sind, ich glaube, wir werden auch, ich hoffe nicht, aber nochmal ein Gewitter bekommen, möchte ich mich bei euch ganz recht herzlich bedanken und begrüße euch nächste Woche Montag um 18.30 Uhr wieder hier. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ihr kennt das Spiel, machen wir oft genug. Und würde jetzt rechtmäßig die Versammlung beenden und euch einen wunderschönen Abend wünschen. Und wir sehen uns nächste Woche Montag. Vielen Dank. Ihr grenzt uns aus, bedroht uns und erhöht den Druck. Doch das gibt uns endlich diesen einen Ruck. Denn immer mehr erkennen eure Tricksereien und fallen auf eure Lügen endlich nicht mehr rein. In Gut und Schlecht wollt ihr die Gesellschaft spalten. Ihr dachtet wohl, dass wir nie zusammenhalten. Doch nun passiert's, denn unser Denken, das bleibt frei.